Moin zusammen, Fennec hier. In Kapitel 6 von Lies of P im Estella Opernhaus könnt ihr den NPC Adelina finden. Die gibt euch so eine kleine Quest und als Belohnung bekommt ihr nachher einmal eine Schallplatte und auch das Medaillon der roten Schauspielerin. Das Medaillon ist einfach nur ein Erinnerungsstück, was ihr also sammeln könnt. Die Schallplatte, die könnt ihr natürlich im Hotel Grad abspielen und dadurch mehr Menschlichkeit erlangen. Wo finden wir die jetzt aber und was müssen wir für die Quest machen? Die Quest, die kann man nämlich verhauen, drum das Video dazu. Bevor wir zu Adelina hingehen, wichtig ist, dass ihr den Puppenkönig noch nicht umgehauen habt. Weil sobald ihr den umgehauen habt, könnt ihr die Quest nicht mehr machen. Also das kurz dazu. Wir starten hier am Eingang zum Estella Opernhaus in Kapitel 6. Und von da aus gehen wir hier ins Opernhaus rein. Hier die Treppe hinauf. Biegen dann hier rechts ab. Da oben an der kleinen Sängerin vorbei. Und dann hier hinten in den kleinen Gang auf zum Balkon. Hier links abbiegen. Hier nochmal links. Und hier in diesem kleinen Raum findet ihr Adelina. Wenn ihr die anspricht, dann erzählt ihr erst so ein bisschen, hey, bist du hier, um meine Musik zu hören? Und will nachher, nachdem ihr sie ein zweites Mal angesprochen habt, etwas zu essen haben. Das ist der leuchtend rote Apfel, den könnt ihr ihr geben. Den leuchtend roten Apfel könnt ihr von Polendina im Hotel Grad kaufen, sobald ihr ihm die Grad-Versorgungskiste gegeben habt. Wo ihr die findet und natürlich auch den roten Apfel, das zeige ich euch jetzt. Falls ihr die Grad-Versorgungskiste noch nicht habt, können wir hier zur Bücherei der Kathedrale von San Frangelico. Da seid ihr im Verlauf der Story schon dran vorbeigekommen, bevor ihr schon bei Adelina seid. Da können wir dann starten und hier einfach mit dem Fahrstuhl hochfahren. Und hier oben, also normal kommt ihr von da, aber wenn ihr die Kiste noch nicht eingesammelt habt, die ist hier. Und hier in der Kiste befindet sich die Grad-Versorgungskiste. Die gibt ihr dann im Hotel Grad bei Polendina ab und er verkauft euch dann danach den leuchtend roten Apfel. Wenn ihr Adelina den Apfel gegeben habt, könnt ihr wieder zurückgehen und erstmal den Puppenkönig umhauen. Das ist der Boss hier aus diesem Gebiet. Das getan, kehrt ihr zu Adelina zurück und ihr seht dann schon, wie ihr eben auch schon gemerkt habt, sie liegt dann auf dem Boden, sie ist also tot. Und ihr könnt einmal die Schallplatte einsammeln und auch das Medaillon. Gut, das war's auch mit dem Video zu der Adelina-Quest. Habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!